Hallo und herzlich willkommen zu Smoking Grams. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute wieder ein Rum-Tasting für euch. Und zwar ist das mein drittes Rum-Tasting, was ich für euch mache. Das erste, da ging es um den Dom Papa und den Borocal. Und beim zweiten ging es um den El Ron Prohibido. Und alle drei kamen nicht so wahnsinnig gut weg bei mir. Und am besten fand ich noch den Borocal, schaut euch die Videos gerne dazu an. Und ja, es gab positives Feedback, es gab aber auch so ein bisschen kritische Stimmen. So nach dem Motto, warum stellst du sie uns vor, wenn du sie gar nicht magst? Muss dazu sagen, ich habe mir die Flaschen alle selber gekauft, so wie die Flasche auch, alle selbst bezahlt. Und damals, vor vielen Jahren, wo ich damit angefangen habe, fand ich den Dom Papa, den Borocal und den Prohibido fand ich interessant und deswegen habe ich sie mir gekauft. Jetzt für das Video, was ich gedreht habe, habe ich mir zum Beispiel die Flasche von Borocal von einem guten Freund ausgeliehen, um euch ein Video darüber zu machen. Es ist einfach so, dass sich mein Geschmack weiterentwickelt hat und ich habe mir die Kritik trotzdem zu Herzen genommen. Sie ist nicht unberechtigt. Mein Geschmack hat sich weiterentwickelt, mehr in Richtung Whisky. Allerdings sind die Rums, die ich euch vorgestellt habe, mit den Eckdaten, würde ich mir einen Whisky nie kaufen. Oder sagen wir mal so, wenig. Und darum habe ich mir gedacht, du solltest vielleicht einen Rum probieren, den du nach Eckdaten aussuchst, wie du einen Whisky kaufen würdest. Und genau das habe ich gemacht und bin bei ihm gelandet, dem Hampton Pure Single Jamaican Rum. Oder Rum. Eins nach dem anderen, ich packe die Flasche aus und dann sprechen wir darüber, was das denn für Eckdaten sind, die mich dazu verleitet haben, diesen Rum zu kaufen. Ich zeige euch mal die Flasche. Oldschool, dick eingefärbtes Glas. Hier oben, wie auf der Verpackung zu sehen war, ist eine gelbe Banderole, die reicht bis hierher. Lässt sich nicht zerstörungsfrei entfernen. Die kleinen Bilder hier sind auch alle von außen hier wieder aufgeführt. Und ja, warum hat mich der Whisky jetzt angesprochen? Hampton war eine Zeit lang geschlossen, wurde dann von einem Italiener aufgekauft. Der macht gemeinsame Sache mit den Franzosen. Ziemlich verwirrende Geschichte. Die könnt ihr gerne im Internet nachlesen. Da steht sicherlich besser beschrieben, als ich es euch jetzt wiedergeben kann. Auf jeden Fall, warum habe ich mir diesen Rum gekauft? Zum Ersten, das war der erste Punkt, auf den ich aufmerksam wurde, 46 Volumenprozent. Nicht die üblichen 40, 46%. In der Whisky-Welt ist das mittlerweile eine gut angekommene Trinkstärke, über die sich jeder freut. Dann steht hier vorne drauf, jetzt muss ich ablesen, ich blende euch das Bild an, dann könnt ihr mitlesen. Hier unten, ganz wichtiger Punkt, Natural Color. Das heißt, dieser Rum ist nicht nachgefärbt. Und ich schenke mir jetzt einfach schon mal ein und dann erzähle ich weiter. Korken, sehr schön. Kunstkorken, ist nicht schlimm, kann nicht korken, wunderbar. Die Flasche erinnert so ein bisschen an so eine Apothekerflasche, ne? Macht aber gar nichts. Zack. Okay. Also, hier unten Natural Color, there is no need to add anything to our rum. Es wurde nichts hinzugefügt und dann kommt der Zusatz, der mich so begeistert, sugar free. Das heißt, wir haben es hier mit der natürlichen Farbe zu tun, es wurde kein Farbstoff Zuckercolor hinzugetan und dieser Rum wurde nicht nachgesüßt, weder mit Zucker noch mit irgendwelchen anderen Mitteln, die man so benutzt, um Rum nachzuzuckern. Das ist doch toll. Was will man denn mehr? Er wurde auf Potstills gebrannt. 100% Copper Potstill, Double Retort Potstills. Das ist das kleine Bildchen hier oben. Wunderbar. Potstills, cool. Man hat dafür, für die Fermentation, hat man wilde Hefe benutzt. Natürliche wilde Hefe, im Internet kann man lesen, dass die eben auf der Insel, wo der Rum herkommt, herkommt aus dem Tal, steht hier nochmal genauer beschrieben, Trelawney, ich weiß nicht, ob sie richtig ausspreche, wahrscheinlich eher nicht, da steht diese Distillerie auf Jamaika
oder die Firma hat da ihren Sitz im Cockpit Valley. Und man nimmt hier den Zuckerrohr, der dort wächst. Man nimmt die wilde Hefe, die dort wächst, und man benutzt hier nur bestes, klares Quellwasser, um diesen Rum herzustellen. Das heißt, wir haben hier mehrere Angaben, die beim Whisky natürlich auch immer gern gesehen sind. Originale Farbe, also nicht gefärbt, 46 Volumenprozent, Pot Stills, Pure Single Jamaican Rum, also alles aus einer Destillerie. Einziger Kritikpunkt, den man ihm vielleicht angreifen kann, ist, dass es ein Melasse-Rum ist. Es ist kein Ron Agricole. Das heißt, was ist Melasse? Melasse gewinnt man bei der Zuckerherstellung, bei der Herstellung von Zuckerrohr. Ja, bei der Herstellung ein bisschen blöd. Bei der Herstellung von Zuckerrohrsirup, aus dem man dann später Zucker gewinnt, bei dieser Herstellung bleibt diese Melasse übrig. Diese Melasse eignet sich nicht mehr, um aus ihr den reinen Zucker zu gewinnen. Und aus dieser Melasse brennt man dann, destilliert man Rum. Ein Ron Agricole wäre quasi direkt aus dem Zuckerrohrsaft geworden. Das ist dann quasi die Premium-Klasse. Das ist vielleicht das Einzige, was man ihm angreifen kann. Mich persönlich stört es nicht. Melasse ist sicherlich keine schlechte Ausgangsbasis, wenn der Zuckerrohr, den man gewonnen hat, wirklich regional ist, hochwertig ist, gut verarbeitet worden ist, dann spricht da, glaube ich, nichts dagegen. Und das spiegelt sich auch im Preis wieder, weil Ron Agricoles, die sind dann doch recht teuer. Über den Preis haben wir noch gar nicht gesprochen. Knappe 60 Euro. Ist auch nicht günstig. Ich weiß, ich habe den im Angebot entdeckt für unter 60 Euro. Da habe ich zugeschlagen. Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich dann natürlich das, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Aber auch hier hinten steht es drauf und hier vorne steht es auch ganz groß drauf. Dieser Rum ist 8 Jahre alt. Und zwar echte 8 Jahre. Hier sagt man, er wurde im Holz, im Internet sieht man dann Eichenholzfässer. Leider konnte ich nicht mehr genau rausfinden, welche Eichenholzfässer. Ob das jetzt vielleicht amerikanische Weißeiche ist, davon gehe ich aus. Ob da vorher vielleicht Whisky drin war oder ob da vorher schon was anderes drin war. Ob das Virgin Oak war, finde ich keine Angaben drüber. Aber hier steht drauf, Minimum 8 Jahre gereift, was das Äquivalent zu europäischen 25 Jahren wären. Naja, wenn ich mir die Farbe so anschaue, was in Europa 25 Jahre reift, hat aus einem Refill-Fass vielleicht eine ähnliche Farbe, aus einem First-Fill-Fass definitiv nicht, das wäre dunkler. Oder aus einem Sherry-Fass oder so, ne? Das hätte eine andere Farbe. Aber hier steht drauf, mindestens 8 Jahre. Das begeistert mich, weil wir haben hier eine klare Altersangabe. Wenn ihr sonst bei irgendeinem Rum 12 Jahre, 10 Jahre, 18 Jahre, 15 Jahre liest, dann bedeutet das, dass der älteste Bestandteil in diesem Rum 10, 12, 15 Jahre alt ist. Durch das Solera-Verfahren kann kein Mensch mehr nachvollziehen, wie alt der Rum wirklich ist. Und dann schreibt man eine Altersangabe drauf, 12 Jahre, und denkt, oh, klasse. Nein, der älteste Bestandteil ist 12 Jahre. Hier sagt man klipp und klar, mindestens 8 Jahre alt. Eine klare Altersangabe. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann zugeschlagen habe. Es gibt auch noch eine Overproof-Version von diesem Rum. Dann kommt er mit 60 Volumenprozent. Die kostet dann 80 Euro. Mir reichen die 46% aus. Habe ich irgendwas vergessen? Ihr seht schon, ich habe einen Spickzettel geschrieben. Es ist einfach so viel. Habe alles erwähnt. Eine einzige Sache konnte ich nicht rausfinden, ob dieser Rum kühlgefiltert ist. Konnte ich nichts drüber rausfinden. Es gibt hier so einen Punkt auf der Schachtel, die High Ester Art. Einen hohen Esteranteil. Damit wirkt man. Das wäre typisch für jamaikanische Rums, dass man mit hohen Esteranteilen abfüllt. Im Internet findet man dann auch Angaben, 1500 Parts per Million und so weiter. Ist ziemlich heftig, ist ziemlich hoch. Was sind Ester? Ester ist im Volksmund Fusel, Fuselstoffe, Schwebstoffe. Das können Öle sein, die bei der Destillation gebunden werden. Das sind die Ester, und durch eine Kältefiltration filtere ich diese Öle raus.
Beim Whisky ist es so, es gibt eine riesige Diskussion. Manche sagen, Kältefiltration wirkt sich auf den Geschmack aus. Andere sagen, wirkt sich nicht auf den Geschmack aus. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, unabhängig vom Alkoholgehalt, ein nicht kühlgefilterter Whisky hinterlässt im Mund einfach immer ein satteres und voluminöseres, voluminöseren Eindruck, schwieriges Wort, als einer, der eben kühl gefiltert worden ist. Was bringt die Kältefiltration? Die Kältefiltration, wie gesagt, nimmt die Schwebteile aus unserem Destillat raus. Sollte man ihn auf Eis trinken, würde dieser nicht ausflocken oder würde man Wasser hinzugeben, würde der nicht milchig, trüb, neblig werden. In Schottland sagt man Scotch Mist, also schottischer Nebel im Glas. Ist kein Fehler, ist ein Future. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Mehrvorteil hat. Konnte ich leider überhaupt keine Angaben dazu finden, ob er kühlfiltriert ist oder nicht. In meinen Augen würde es nur Sinn machen, wenn er nicht kältefiltriert wäre. Ich werbe hier mit einem hohen Esteranteil. Wenn ich ihn jetzt kältefiltriere, ziehe ich die ein Stück weit wieder raus. Natürlich nicht alle, ist klar, aber so ein bisschen würde ich mir da doch ein bisschen ins Marketing selber, ja, ins Marketingbein schießen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe heute Morgen die Flasche, ein Sample abgefüllt in ein Samplefläschchen, habe diese kühl gestellt und das werde ich jetzt holen und dann werden wir uns das zusammen anschauen, ob er trüb geworden ist oder nicht. Bin gleich wieder da, bin sehr gespannt. So, da bin ich wieder. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Es ist ja, ganz schön kalt geworden und schwierig zu sagen. Ich bilde mir schon ein, Ausflockungen zu sehen. Natürlich ist jetzt die Flasche ganz gut beschlagen. Darum werden wir uns das einfach einfüllen in ein Glas, was Zimmertemperatur hat. Oh ja, also er hat die Viskosität, er hat definitiv eine andere Viskosität. Er ist viel dickflüssiger. Zumindest erscheint es so. Die packen wir weg, die kalte Flasche. Braucht kein Mensch. Ja, dann werden wir uns das anschauen. Wir warten kurz, bis sich der Rum im Glas ein bisschen verteilt hat. Und wenn wir uns das anschauen, es ist definitiv zu sehen, auch wenn jetzt das Glas schon wieder beschlägt, schon sehr kalt, habe ich es echt übertrieben. Ihr könnt es natürlich auch anders machen. Ihr könnt auch einfach jede Menge Wasser hinzugeben, gucken, ob er ausflockt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich dachte, mit Kälte ist es vielleicht schöner. Und ich würde definitiv sagen, der Rum ist richtig trübe geworden, fast schon milchig. Glas beschlägt, ich habe es übertrieben. aber ich denke, man kann es erkennen. Man kann es erkennen, auch wenn er jetzt doch. Genau, ich zeige es euch von oben, da kann man es ganz gut erkennen. Recht eindrucksvoll, sonst mache ich einfach ein Bild davon und blende es ein. Ich blende euch das Bild an, was ich gemacht habe. Ich finde, auf dem Bild kann man es sehr gut erkennen. Der Rum ist in meinen Augen, nach meinem jetzigen Wissensstand, nicht kältefiltriert. Ich habe dazu keinerlei offiziellen Angaben gefunden. Ich weiß es nicht, ob stimmt oder nicht. Der Alkoholgehalt würde es auf jeden Fall zulassen, dass man ihn nicht kältefiltrieren muss. In meinen Augen ist dieser Rum nicht kältefiltriert, sonst würde er nicht so trübe werden. Wir geben ein bisschen Wasser hinzu, nicht viel, und kommen dann am Ende des Reviews einfach nochmal auf dieses Glas zurück. In der Zwischenzeit stellen wir es weg und widmen uns jetzt endlich unseren Hemden rum. Die Eckdaten stimmen alle. Die Eckdaten haben mich überzeugt, darum habe ich mir diese Flasche gekauft. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, keine nachträgliche Zucker oder sonstige Süßungsmittel hinzugefügt. 46 Volumenprozent, mindestens 8 Jahre alt. Regionales Zuckerrohr verwendet, die Melasse daraus zumindest. Regionales Wasser und wilde Hefe für die Fermentation. Und dann auch noch auf kupfernen Brennblasen, auf Potstills gebrannt. Das sind die Eckdaten, die mich beim Whisky begeistern und die, ich hoffe, beim Rum auch dazu führen, dass ich einen Rum finde, der mir richtig gut gefällt. Wir halten jetzt endlich die Nase rein. Haben ja schon ganz schön lang gequatscht. Wow!
Wow. Oh. Kräftig, würzig. Ich verstehe, was die mit High Ester meinen, mit diesen vielen Estern. Das ist eine schmutzige Destillation, das kann ich euch sagen. Das ist eine wirklich schmutzige Destillation gewesen. Das ist ein schmutziges, also schmutziges Destillat. Versteht mich nicht falsch. Beim Whisky ist es so, dass du Vorbrand, Herzstück und Nachbrand fein säuberlich trennst. Und es gibt Destillerien, die das wirklich extrem betreiben. Ja, nichts aus dem Vorlauf, ja, nichts aus dem Nachlauf und selbst das Mittelstück wird nochmal reduziert, damit du nur das purste und beste Mittelstück hast. Das sind sehr saubere Brände. Wenn du dann, je höher du gehst, desto sauberer wird dein Destillat. Wenn du auf einer Column Still destillierst und bis 90% hoch gehst, dann hast du quasi jeden Geschmack daraus getötet. Das hier ist in meinen Augen ein richtig schmutziges Destillat. Schmutzig und geil. Boah. Der riecht kräftig, der riecht ein klein wenig süß, aber ohne Kaugummi, Hubba, Bubba, sonstige Noten zu haben. Schöne Süße, angenehme Süße. Eine vollreife Banane. Diese Esternote schwingt oben drüber richtig kräftig. Ist jetzt nicht alkoholisch stechend, aber du merkst, dass da so eine intensive Note drüber ist. Flambierte Banane. Flambierte Banane und zwar mit Rohrzucker flambiert. Geht es? Ich habe keine Ahnung. Aber so riecht es. Bisschen exotische Früchte kriege ich auch raus. Keine Ahnung, ob Mango, Papaya, aber so in die Richtung. Eher die Papaya als die Mango, weil Säure. Säure habe ich hier drin viel, aber keine Fruchtsäure. Eine andere Art von Säure. Gewisse ledrige Noten. Ja, fast schon leichte Anklänge von Tabaknoten hier drin. Ähnliche Noten, die man bei Zigarren bekommt, die noch ein bisschen jung sind, die so ein bisschen was Stalliges haben. Ganz, ganz entfernt. Aber lecker, richtig einladend. Zimt, Zimt. Der ist vielschichtig, der ist komplex. Da könnte ich 20 Minuten lang dran riechen und würde immer irgendwas Neues draus riechen. Leute, das ist ein richtig guter Rum in der Nase. Falls es irgendeiner der Whisky-Trinker bis hierher geschafft hat, der Whisky-Genießer bis hierher geschafft hat. Ich weiß, wir sind jetzt schon fast bei 20 Minuten. Wenn ihr euch wundert, ich habe hier mein Handy, um die Tonaufnahme zu machen. Darum schaue ich ab und zu nach unten. Der ist vielschichtig, der ist komplex, der ist schön, der ist gut. Ist kein Whisky, aber er hat die Komplexität und die Vielschichtigkeit eines Whiskys. Ah, oh, diese Bananen-Zimtnote. Leute, das ist ja richtig gut. Ich weiß nicht, was mein Jamaika sagt. Darum sage ich auf euch. Mm. Die Viskosität im Mund ist schon mal toll. Er ist nicht so zähflüssig, dickflüssig wie ein Sirup, was man bei so manchen anderen Rums manchmal das Gefühl hat. Nein. Und diese Beine, die er zieht, ich hoffe, ihr könnt die sehen, die sind schön gleichmäßig, schön lang, ohne Unterbrechung. Toll. Jetzt habe ich überhaupt nicht auf den Geschmack geachtet, aber das, was ich schmecke, ist richtig klasse. Überhaupt nicht süß. Schon süß. Aber ich denke jetzt immer wieder an diesen Don Papa, an den Portokal. Ich denke an die anderen Rums, die man so kennt. Ich denke an die, an nicht alle, aber viele der Plantation. Ich denke so an diese anderen Sachen. Ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Auf der Homepage von denen steht drauf, den könnte man zum Cocktails machen benutzen, weil er so eine eigenständige Note hat.
Die eigenständige Note hat er, aber bitte verwendet ihn nicht für Cocktails. Außer ihr wollt vielleicht den besten Cocktails eures Lebens machen, ja. Aber für einen Longdrink in geselliger Runde ist der viel, viel zu schade und auch viel zu teuer, machen wir uns nichts vor. Hey, fast 60 Euro, das muss man erstmal investieren. Der ist gut. Oder als Cocktail oder on the rocks, weder noch. Pur. Der ist es absolut wert, pur genossen zu werden. Ah, der wird immer besser. Ich muss nochmal probieren. Volumenprozent spürt man. Er kommt rein. Eine Süße ist da. Bisschen Holz. Kommt jetzt. Zuallererst ist die Süße da. Nicht aufdringlich, nicht zuckrig, nicht klebrig. Eine schöne, angenehme, fruchtige Süße. Vollreife Bananen, gefolgt von Zimt, gefolgt von so einem Wechselspiel exotischer Früchte. Für mich immer noch mehr eine vollreife Papaya oder sowas ähnliches. Banane, Zimt, Zitrus, weit entfernt und oben drüber schwebt so eine Note, was müssen diese, was die mit High, mit hohen Esteranteil meinen, so eine Note drüber. Ganz zum Schluss kommt dann so ein bisschen Fasseinfluss. Ich weiß leider nicht, was für Fässer benutzt worden sind, Eichenfässer. Hier steht nur drauf Barrel, ja, okay, im Fass, klar. Leider hätte ich mir hier auch ein bisschen mehr Spring Water, Natural Yeast, 100% Pot Still, Tropical Aging, Sugar Free, Full Matured at the Hampton Estate Distillery. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie so ein bisschen mehr Angaben zu den Fässern machen. Ich gehe von amerikanischer Weißeiche aus. Karamell, so ein bisschen Karamell, ja, so ein bisschen Karamellsüße. Klar, flambierte Banane, ne? Karamellisierter Zucker, ja. Der wird immer verlockend an der Nase. Ich hab endlich einen Rum gefunden, der mich überzeugt, der mich begeistert. Hört sich jetzt blöd an, aber in Zeiten von Hamsterkäufen, wir haben jetzt März 2020, werde ich mir noch ein Fläschchen zulegen. Auf euch. Ich werde hier mal mit 2 Tropfen Wasser spielen. Nicht, dass er es nötig hätte, aber ich bin einfach neugierig, was passiert. 1, 2, 3. Mein Glas hat mittlerweile fast Raumtemperatur erreicht. Ja, es bildet sich Schlieren in dem Glas. Es bilden sich leichte Ausflockungen in dem Glas. Also ich bilde mir ein, dieser Rum ist nicht kältefiltriert. Wenn ihr da andere Informationen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kalt riecht er auch sehr gut, muss ich zugeben. Ah, riecht schon fast wie ein Eis. Ah. So ein gutes Eis aus der Eisdiele, nicht die aus der Verpackung. Nämlich dieses Stieleis, das ist schon schönes. Ne, egal. Leute, dieser Rum gefällt mir. Okay, mit Wasser wird die Fruchtigkeit stärker. Gleichzeitig merkt man auch den Fasseinfluss deutlicher. Ohne jetzt definieren zu können, was das für Holz ist, aber ich gehe nach wie vor von amerikanischer Weißeiche aus. Ob da vorher Bourbon drin war, ob da vorher Rum drin war, ob da vorher Whisky drin war. Wäre natürlich interessant zu wissen, ne? Ich gehe von Ex-Bourbon-Fässern aus. Alle Angaben ohne Gewähr natürlich, ne? Dazu konnte ich absolut nichts finden. Aber ich glaube nicht, dass man bei dem tropischen Klima Virgin Oak benutzt. Dann wäre auch die Farbe, glaube ich, anders. Wenn das wirklich 25 Jahre Reifung in Europa gleichkommen soll, dann waren das keine
Virgin Oak Fässer, glaube ich nicht. Oh, die Zimtnote wird stärker, er wird nochmal ein klein wenig süßer in der Nase. Zimtzucker, diese Banane geht nicht weg. Bananenbrot, Bananenkuchen. Bananenkuchen mit Zimtzucker drüber, irgend sowas. Ohne extrem süß zu sein. Ah, die Süße, von der ich hier spreche, ist eine natürliche Süße. Er ist etwas süßer als ein süßer Whisky. Er geht so in die Richtung rein von der Süße her, von einem ganz starken, aufgeladenen Sherry-Whisky, von dieser klebrigen PX-Süße. In die Richtung geht er. Nur von der Süße her gesprochen. Ich kann diesen Rum euch nur empfehlen. Probiert ihn aus. Ich bin begeistert. Im Geschmack hat er mir pur besser gefallen. Aber er ist lecker. Ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwo ein Sample organisieren könnt. Keine Ahnung. 60 Euro ist eine Menge Holz. Aber ist für mich bisher tatsächlich der beste Rum, den ich bisher probieren durfte. Ich habe auch schon den Bodokal, die Vintage-Abfüllungen probieren dürfen in den blauen Verpackungen. Die sind auch sehr gut. Ich habe den 10-jährigen Don Papa probiert. Ich habe die ganzen anderen probiert. Das ist der beste. Zumindest für mich. Der trifft meinen Geschmack am ehesten. Das ist endlich mal ein Rum, mit dem ich mich anfreunden kann. Und das macht mich glücklich. Ja, manchmal muss man sich Kritik auch zu Herzen nehmen. Leute, egal ob ihr Pfeifenraucher seid, Zigarrenraucher seid, ob ihr Whisky-Genießer und Liebhaber seid, probiert diesen Rum aus. Erweitert euren Horizont, so wie ich. Es führt manchmal zu überraschenden Ergebnissen. Tolles Ding. Vielleicht sollte ich mir den Overproof mal holen mit 60 Volumenprozent, obwohl mir der Alkoholgehalt von 46 auch reicht. Genug gequatscht, das Video hat schon Überlänge. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob der Rum was für euch ist, ob ihr den Rum vielleicht kennt. Wisst ihr, in welchen Fässern er ausgebaut ist? Habt ihr Infos zur Kältefiltration? Liege ich total daneben? Wenn ich mir das Glas so anschaue, so sehr daneben kann ich gar nicht liegen. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir ein Abo da und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, hier bei Smoking Grams. Bis dahin, macht's gut. Ciao.